so eine Glücksfee. Was ist deine Motivation, um das zu machen? Ist es nie belastend für dich? Und wenn doch, was machst du denn? Also meine Motivation, um diese Videos zu machen, ich glaube, die kommen aus sehr einer narzisstischen Ecke von meiner Persönlichkeit. Wenn ich einfach alle 3 Monate hierher komme und von euch so gefeiert wird, das ist wirklich etwas sehr Narzisstisches. Ich würde jetzt mal so als Eigendiagnose sagen, noch gesund. Lass das einfach mal so stehen. Und wenn es mal belastend wird, werden für mich, also so die Aufnahmen, so, das finde ich nicht belastend. Manchmal ist es nervig. Was ist nervig an den Videos? Du? Nein, es ist manchmal so ein Dynamik-Ding. Man hockt da rein irgendwie 3-4 Stunden und dann muss man das Zeug x-mal sagen oder hat vielleicht das Gefühl, ah, jetzt habe ich es doch schon 3-mal richtig gesagt. Und ja, wie es halt so ist, wenn man miteinander das Produkt macht. Also ich weiß nicht, alle schon mal eine Gruppenarbeit gemacht, da gibt es einfach Phasen, die nervig sind. Und dann gibt es Phasen, die mega cool sind. Und darum können wir auch mit dem Nervigen recht gut umgehen. Was mache ich mit denen, die... Was machst du, wenn du einfach traurig bist? Welche Tipps wende ich selber an? Finde deine Videos super. Also wenn ich einfach traurig bin, dann hilft es mir, wenn ich einfach heulen kann. Und manchmal ist es ja so, dass man einfach brüllen kann. Dann nehme ich mir die Zeit, schließe mich irgendwo ein, ich brülle gerne für mich allein und dann brülle ich es wie so raus. Und manchmal kommt ja das Brüllen aber nicht und dann hilft es mir, wenn ich so Videos schaue, zum Beispiel, wo Menschen Sachen gewinnen, da muss ich immer sehr brüllen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Oder traurige Sachen. Und dann kann ich wegen diesen Videos brüllen. Und dann ist es nachher wie draußen aus meinem System. Und dann kann ich nachher weitermachen. Wie gehst du mit deinen eigenen toxischen Zeugen um, falls du welche hast? Ich habe natürlich keine. Nein, Scherz. Ich gehe in Psychotherapie. Ich nehme das Zeug auseinander. Ich gehe in Supervisionen. Ich setze mich sehr fest mit mir auseinander. Ich versuche eigentlich Sachen, die nicht so hilfreich sind, mir nicht als toxisch zu bezeichnen. Ich finde es irgendwie noch ein bisschen schräg, wenn man so von sich selber findet, man ist giftig. Es hat aber auch sehr viel mit Akzeptanz zu tun, mit Sachen, die einem vielleicht nerven oder die man nicht ändern kann, dass man das einfach annehmen kann und sagen, es ist Teil des Pakets, wieso Männer schneller über eine Beziehung hinwegkommen. Ich glaube, das ist eine Urban Legend. Ich glaube nicht, dass Männer oder dass ein Geschlechtsmerkmal ausmacht, wie dass man Beziehungen verdaut. Ich glaube, es ist sehr viel Sozialisation auch drin, dass man Männer beibringt oder sie vermeintlich das Gefühl haben, dass sie keine Emotionen dürfen zeigen, nicht dürfen traurig sein und sie dann einfach so tun, als würde die Beziehung sie nicht belasten oder als wären sie schon darüber hinweg. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir alle die Möglichkeit haben, zum die Gefühle zu erleben, die mit dem Ende einer Beziehung einhergehen, damit man nachher das gut abschliessen kann und unbeschwert in eine neue Beziehung gehen kann. Wie grenzt du dich von den Emotionen deiner Klientinnen ab? Ich glaube, es ist manchmal ganz wichtig, dass man sich auch, dass man Emotionen spürt, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit davon betroffen ist oder mit hineingenommen wird, dass man nicht so unbeteiligt wird. Also ich finde, es ist immer so ein herausfinden, wie nah gehe ich jemandem und es ist für mich aber ganz klar, dass es nicht mein Thema ist. Ich kann es am Schluss nicht lösen. Es muss es mein Gegenüber lösen. Und wenn es mir passiert, dass ich es nicht schaffe, mich abzugrenzen, für das gehe ich in die Selbsterfahrung alle 2 Wochen und würde dann zum Beispiel genau so einen Fall anschauen und zusammen mit meiner Psychotherapeutin dann herausfinden, wieso genau nehme ich jetzt das Thema von dieser Klientin, von diesem Klienten mit heim. Wie, dass man auf eine gute Art Autorität ausstrahlen kann. Also was am einfachsten funktioniert, meiner Meinung nach, ist, wenn man mit dem Körper arbeitet. Also wenn wir anstatt so anstehen, uns gross machen, dass wir uns vorstellen, wir haben irgendwie etwas, unseren Packen von Wissen auf dem Rücken, dann machen wir uns schon automatisch einfach körperlich grösser. Und was auch helfen kann, sind sogenannte Power-Posen. Also wenn man zum Beispiel so ansteht. Das wäre jetzt sonst noch Power-Pose. Eigentlich alle, wo man sich gross macht. Wie gehst du mit Ablehnung um? Also ich kann, wie die meisten Menschen, so eher schlecht mit Ablehnung umgehen. Grundsätzlich werde ich sehr gerne akzeptiert und geliebt. Im ersten Moment reagiere ich immer mit Gegenablehnung. Das ist so ein nicht hilfsreiches Muster von mir, dass wenn jemand mich nicht gut findet, ich dann ganz viele Gründe sammle, warum die Person eh blöd ist oder ich die eh nicht gut gefunden habe. Aber in einem zweiten Schritt gelingt es mir dann schon, zum wie anschauen, was hat etwas mit mir zu tun, welche Ablehnung reagiert auf etwas, das ich nach Hause gebe und wo ist es mehr etwas, wo die Person ihre Themen auf mich projiziert. Und dann nehme ich es auseinander und schaue, ob ich etwas ändern kann. Und ja, am Schluss ist es so, es müssen mich nicht alle gut finden. Wichtig ist, dass ich mich gut finde. Tschüss!